Warum mache ich das eigentlich alles? Ich bin, wie ihr seht, Harfenistin, spiele mal auf der Harfe, mal auf der anderen, habe auch noch eine Konzertharfe und hätte eigentlich genug damit zu tun, einfach mir die Noten zu nehmen, zu üben oder eben auch mal auswendig zu spielen. Und trotzdem gehe ich jede Woche einmal in dieses Studio hier und habe angefangen, seit ein paar Monaten Rhythmikvideos zu produzieren. Und immer wieder zwischendurch gibt es Momente, wo ich mich frage, warum machst du das eigentlich? Wen interessiert's? Nun, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass wenn ich Leuten davon erzähle, dass ich das mache, die Begeisterung stets eine große ist. Und wenn es dann aber ein Angebot unabhängig davon gibt, so eine Veranstaltung mal zu besuchen, dann sind die Menschen eher zurückhaltend. Und deswegen kam ich eben auf diese Idee, das online zu produzieren. Und es entsteht gerade eine Reihe von sehr hochwertigen Videoeinheiten von circa einer halben Stunde Dauer, die ich für euch mache, für wen auch immer, um im geschützten Rahmen einfach zu Hause, wann und wie lange und wie oft du willst, das mal auszuprobieren, wovon ich hier eigentlich häufig berichte, poste, filme und so weiter. Bei mir muss es einfach raus, denn ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es tut einfach so gut. Ich habe die Rhythmik kennengelernt in einer Zeit, wo ich gar nicht Harfe spielen konnte. Nun muss man dafür nicht extra krank werden, aber es ist ja häufig so, dass Menschen in eine Krise geraten, dass sie dann neue Dinge entdecken. Es ist mir sozusagen begegnet. Ich habe mir das gar nicht ausgesucht. Es ist mir begegnet durch eine glückliche Fügung und ich konnte es machen. Ich konnte mit dem ganzen Körper musizieren und war froh darum, denn das Musizieren ist mir ein elementares Bedürfnis von klein auf. Und ich denke, das liegt im Menschen einfach zugrunde, dieses Bedürfnis. Und ich habe das dann einfach gemacht und konnte schöne Musik genießen, aber nicht nur, weil ich sie schön fand, sondern wir sind mit den Bewegungen ganz eingetaucht. Das heißt, wir haben nicht getanzt zur Musik in dem Sinne, sondern wir haben das, was in der Musik steckt, in ihrer Architektur, also das Tempo, die Lautstärke, Lautstärkeänderungen, das Taktgefühl, aber auch wirklich Rhythmen, die haben wir bewegt, eins zu eins synchron, ähnlich wie in einem Mickey Mouse Film. Man nennt das übrigens auch in der Cartoon-Branche Mickey Mausen, wenn die Bewegungen einer Zeichentrickfigur eins zu eins vertont werden. Also wenn ein Arm nach vorne kommt und irgendwo gegenschlägt, dann macht es BOOM. Oder wenn eine Figur herunterfällt. All das ist eins zu eins vertont, denn das Bild allein würde uns noch gar nicht so besonders eindrucken. Der Ton dabei ist entscheidend dafür, dass wir die Sache interessant finden. Und warum sollen wir jetzt nicht selber in die Figur schlüpfen? Wir sind doch ein Organismus und in uns lebt die Musik. Die Musik kommt ja nicht zu uns, indem wir sie lesen oder indem es uns jemand erklärt, sondern das musikalische Empfinden steckt zunächst erstmal wirklich in uns ganz tief drin. Aber leider sitzen wir eben in unserer Kultur häufig da und lesen oder hören etwas ab, was sich jemand anderes ausgedacht hat und versuchen es in die Finger zu kriegen, beim Spiel auf dem Instrument, welches auch immer. Doch zwischen diesem bewussten Denken und Planen und Erinnern und versuchen zu behalten, wie geht denn das eigentlich, welche Akkordfolge und welcher Takt und dann muss ich auch noch unterschiedliche Lautstärke produzieren und das Ganze auch noch phrasieren in schönen Atembögen. Kann ich denn das wirklich alles nur denken? Ich denke, das reicht nicht. Und ich finde, es ist zu hören, ob jemand körperlich mit der Musik verbunden ist, also seine
inneren Empfindung da nach draußen transportiert oder ob es von außen her versucht, irgendwie durch innen durch in die Finger zu kommen. Und irgendwie muss es durch den Körper. Und genau da setzt die rhythmische Methode an. Emil Jacques Dalcroze hat 1905 das vorgestellt, zum ersten Mal auf einem Kongress der Reformpädagogik in der Schweiz. Und er hatte großen Erfolg damit. So großen, dass Studenten aus der ganzen Welt damals, es war vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, zu ihm in die Gartenstadt in Hellerau bei Dresden gekommen sind, um seine Methode zu lernen. Mit Ausbruch des Krieges war diese Schule dann natürlich nicht mehr zu bewirtschaften. Dalcroze ist zurück in seine Schweizer Heimat nach Genf und die Studenten ebenfalls, haben aber seine Methode mitgenommen. Ja, das Fatale ist, auch nach dem Ersten Weltkrieg gab es so große wirtschaftliche Probleme und Dalcroze war aufgrund von politischen Verstrickungen leider auch nicht mehr erwünscht in Deutschland und deswegen ist sein Gedankengut sehr verschwunden bei uns. Nicht so in der Schweiz, in Österreich oder auch im europäischen Ausland oder in Übersee, in Amerika. Dort gibt es heute noch wirklich Dalcroze-Schulen. Da kann man seine Methode noch lernen und ja, ich fühle mich dem Mann verbunden. 100 Jahre später, mehr als 100 Jahre später und finde es einfach so großartig, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass mein Musizieren und auch sogar mein Umgang mit dem Lampenfieber so viel positiver geworden ist, weil ich das Gefühl habe, nur jetzt kann ich wirklich gestalten, das was ich spiele, kann mir ganz anders zuhören, kann meine Musik bewegen. Und was noch viel schöner ist, ich kann andere Menschen zur Bewegung mit meiner Musik bringen. Nicht, weil sie die Musik einfach schön finden, sondern weil ich es auf die Art und Weise spielen kann, dass sie wirklich einen Bewegungsimpuls spüren. Und um das zu schaffen, ist das eigene Tun, also selber in die Bewegung kommen, einfach so enorm wichtig. Und wenn es dich interessiert, dann lass dich gerne weiter von mir informieren und wer weiß, vielleicht magst du einmal ein Video bei mir anschauen oder sogar mal einen Präsenzkurs, wenn ich ihn denn mal wieder anbiete, besuchen. Ich würde mich sehr freuen und ich kann dir versichern, es macht große Freude. Alle, die bisher so einen Kurs bei mir besucht haben, meistens dauert er zwischen 3 Stunden und einem Tag etwa von 10 bis 17 Uhr, sind immer begeistert gegangen und haben immer nach einer Fortsetzung gefragt. Nun ja, davon wollte ich heute berichten. Ich hoffe, dass du ein bisschen neugierig geworden bist und wenn ja, dann melde dich gern bei mir, abonniere vielleicht mein Newsletter, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich auf dich und deine Neugier und wünsche dir alles Liebe.